Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute mal wieder in Forza Horizon 4. Und ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen, heute geht es um ein sehr spezielles Auto, das wir so noch nicht freischalten konnten, beziehungsweise nur freischalten konnten, aber noch nicht spielen und noch nicht tunen konnten. Und jetzt ist es endlich soweit, denn ihr könnt ab sofort den 2000er Blake Crown Nalka freischalten. Jetzt denkt ihr euch, Nalka, hä, was ist denn das für ein Ding? Das ist ein Auto, das konntet ihr früher mal, als ihr drei Autos relativ von Anfang von Forza Horizon 4 aussuchen konntet, konntet ihr dieses komische Auto wählen. Das ist ein Auto, das, ich weiß nicht. Vielleicht ist es irgendwie nur so ein Modell oder so ein Auto zum Ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es irgendwas mit der Entwicklung vielleicht zu tun. Was man auf jeden Fall am Anfang klarstellen muss, es ist weder ein Ford Mondeo noch ein Ford Fusion, sondern es ist ein australischer Ford Falcon FGX. Da wir das jetzt geklärt haben, würde ich einfach mal sagen, ich werde euch gleich mal zeigen, wie ihr das Ganze jetzt schon freischalten könnt. Kuss geht übrigens mal wieder raus an Shoecracker, der mich da ein bisschen drauf aufmerksam gemacht hat und wegen dem ihr letztendlich wahrscheinlich auch dieses Video seht. Und da würde ich einfach mal sagen, wir gucken uns das Ganze an. Es ist wirklich nicht schwer und ich habe mal ein bisschen rumprobiert mit dem Auto, also ein bisschen rumgedriftet, ein bisschen getuned, mir andere Sachen angeguckt, was man so mit dem machen kann, ob man den verkaufen kann oder nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, Leute, wir legen los. Fangen wir aber zuerst mal mit dem Part an, wo ihr das Ganze freischalten könnt. Ihr müsst das allererstes Mal aus dem Forza Horizon Festival raus und dann drückt ihr einfach mal auf Start. Dann geht ihr mal rüber zu eurem Creative Hub und bei eurem Creative Hub geht ihr auf Lackierungsdesigns und bei den Lackierungsdesigns habt ihr die Möglichkeit jetzt zu suchen und da könnt ihr jetzt entweder das eingeben, was ich eingegeben habe bei Ersteller oder ihr nehmt einfach den Freigabecode, den uns kurzerhand Shoecracker erstellt hat. Kuss geht hier nochmal raus und dann gebt ihr das einfach ein und dann solltet ihr nämlich ein Design finden können und dieses Design, das ladet ihr jetzt einfach runter. Das heißt, ihr guckt euch das an, ihr seht, hier ist der Nalka, Working, Airship oder irgendwie auch immer, wie sein Gamertag halt ist. Ihr ladet euch das Design runter, dann werdet ihr zum Festivalgelände schnell reist, kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Sprachen lernen, Bubble. Und das nehmt ihr einfach an und wenn ihr dann am Festivalspielgelände angekommen seid, dann seht ihr jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, Auto mit Design zu kaufen und das machen wir jetzt einfach. Wir kaufen den jetzt für 50.000 Credits, also wirklich nicht viel, sollte normalerweise jeder schaffen. Und jetzt haben wir den Nalka freigeschaltet. So easy ist es und jetzt können wir uns eigentlich direkt mal angucken, was bei diesem Auto so abgeht. Ihr könnt auch in dieses Auto reingehen und ihr seht auch von innen, dass überhaupt keine Texturen am Start sind. Das heißt, das Ganze ist wahrscheinlich wirklich so ein Testauto oder ein Entwicklerauto, bei dem die Forza-Entwickler ein bisschen rumprobiert haben oder irgendwie so ein Standardmodell. Wer weiß, keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Jedenfalls ist es auf jeden Fall ein nices Auto und ihr seht auch mal, wenn wir die Automeisterung abchecken, dass bei der Automeisterung auch ihr noch 7500 Credits bekommt. Da hat einer mal kurzerhand 7500 Credits unterm Autositz verloren. Ja, warum nicht? Und jetzt bin ich einfach mal ein bisschen rumgegangen, hab das Ganze ein bisschen getuned, ist auf jeden Fall echt ein nices Auto, also mir gefällt's. Es stand ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Liste, wenn ich mich nicht täusche, oder halt, ich habe ein bisschen Reddit abgecheckt und habe mir da ein paar Infos geholt. Da war es auf jeden Fall auch ziemlich beliebt, dieses Auto. Und jetzt könnt ihr das eben nach wie vor tunen und spielen, das ist auf jeden Fall sehr nice. Verkaufen könnt ihr dieses Auto leider nicht, oder was heißt leider, ich glaube, wir müssen es eigentlich auch nicht verkaufen. Mit der Banngefahr bin ich mir auch nicht so sicher. Fänd's lächerlich, wenn Forza uns dafür bannen würde, weil es ist wirklich eigentlich nice, so ein kleines Easter Egg da draus zu machen oder halt ein Auto zu bekommen, das wirklich so nicht gibt in Forza Horizon 4. Und es ist ja wirklich easy, also wir glitchen ja jetzt hier nicht irgendwie richtig krass übertrieben, deswegen fände ich es eigentlich lächerlich, wenn Forza uns dafür bannen würde, aber man weiß ja trotzdem nie, was bei den Entwicklern gerade im Moment abgeht und deshalb ist es natürlich trotzdem jeder auf sich selber gestellt, ob er das Ganze jetzt macht oder nicht. Ich habe da ein bisschen drauf geschissen und habe jetzt einfach ein bisschen Drift Sessions gemacht mit Shoecracker zusammen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, und nachdem ich das Ding einfach mal getuned habe, bin ich mal mit dem Shoecracker auf die Straße gegangen. Wir haben beide den Nalka und sind einfach mal eine Runde fetzen gegangen. Ihr seht, es ist wirklich ein sehr, sehr nices Auto. Es sieht auch einfach, ich finde es einfach, es sieht nice aus. Punkt. Das ist echt cool, macht Spaß und ihr könnt auf jeden Fall verschiedene Sachen damit probieren. Wie gesagt, ich habe es nicht verkaufen können, weil ihr könnt es nicht verkaufen. Zumindest finde ich das auch nicht in meinem Fuhrpark. Wenn ihr den irgendwie findet in eurem Fuhrpark, dann könnt ihr das ja einfach mal abchecken. Dann habe ich jetzt gerade noch versucht, bei der Horizon Promo das Ganze zu machen, aber auch das funktioniert nicht. War mir schon irgendwie klar, mich hat es trotzdem interessiert und ich denke mal, den einen oder anderen von euch wird es auch interessieren. Und dann sind wir weiterhin fetzen gegangen. Das Ding ist wirklich sehr, sehr schnell. Man könnte ja auch noch ein bisschen rumprobieren mit Nalka versus andere Autos oder, I don't know, vielleicht irgendeine Serie entwickeln. Ihr könnt ja, wenn ihr irgendwelche Ideen dazu habt, das einfach mal in die Comments schreiben. Dann nochmal so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wenn der andere im Fotomodus ist. Ihr seht, was abgeht. Ich habe keine Ahnung. Ah.
Schlussendlich können wir zusammenfassen, dass der Nalka wirklich ein sehr, sehr interessantes Auto ist, für den wir wirklich nicht viel tun müssen. Deswegen lohnt sich das, glaube ich, für alle ein bisschen, die mal wieder gerne was Neues in Forza erleben möchten. Wenn ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt, dann könnt ihr das gerne tun. Wie die Banngefahr bin ich mir jetzt nicht sicher, was da abgeht, und das werden wir aber dann spätestens in Zukunft sehen. Beziehungsweise ich werde euch davon natürlich berichten, falls ich gebannt werden sollte oder Schuhcracker oder wenn ich es von irgendeinem anderen mitbekommen sollte. Jedenfalls war es das eigentlich dann auch schon wieder mit dem Video heute mit dem Nalka. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne eine Bewertung da lassen. Checkt auf jeden Fall den Discord ab. Checkt Instagram ab, da findet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viele Informationen zu meinem Kanal. Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Haut rein und ciao.